Super Mario Odyssey kann wahrlich ein idyllisches Spiel sein. Seht ihr, hinter dem Turm in der Stadt? Wow, das ist einfach die Mona Lisa. Und, oh mein Gott, das ist so detailverliebt. Schaut mal, hinter dem Turm in der Mitte, da ist einfach ein Kobold aus Harry Potter. Und oben, auf der umgedrehten Pyramide, eiskalt, der Like-Button. Freunde! Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Folge des Superstar Modes, unserem Projekt, wo wir quasi das inoffizielle Kaiser Mario Odyssey zu 100% durchspielen wollen. Und beim letzten Mal haben wir die Nacht über das Wüstenland gebracht und jetzt müssen wir den Boss, ich glaube Faustezuma ist der Name, verprügeln und dabei möglichst viele Monde und lila Münzen und sonst was sammeln. Und ich möchte jetzt erstmal die ganzen lila Münzen hier in der Stadt haben, einfach damit wir sie eingesammelt haben. So, da haben wir schon mal 3 und dann haben wir hier oben nochmal 6 Stück. Angenehm. So, und jetzt? Ah, guck mal. Der Samen hier unten ist sogar seit dem letzten Mal gewachsen. Sehr schön. Und ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, wenn wir uns jetzt einfach rüber teleportieren, wenn ich mal drüber nachdenke. Gerade wenn wir schon die ganzen Checkpoints haben, warum sollen wir uns denn noch hier jetzt groß zu Fuß durch die tödliche Wüste bewegen? Aber ich sehe jetzt gerade, wir könnten auch da drüben noch in die Tür. Oh, auf die Challenge hätte ich Bock, aber oh, ich weiß nicht, ob ich da lebend ankomme. Ich glaube, wir gehen erstmal da runter und dann vielleicht von der Pyramide oben gibt es auch dann, glaube ich, eine Stromleitung darüber. Ich glaube, das ist sinnvoller. Okay. Ja, ich glaube, wir Damage boosten uns einfach, ne? Wir kommen schon irgendwie in der Mitte an. So. So, dann ein bisschen rollen. Yes. Möglichst viel Airtime. Da unten ist ein Mond. Holy shit, okay. Da müssen wir mit Jaxi dann entlang reiten, ne? Aber alles zu seiner Zeit. So, da sind wir, Freunde. Da sind wir. Und ich sehe jetzt schon, dass ich die Goombas brauche. Aber ich mache das noch nicht von Anfang an. Ich schaue mich hier jetzt erstmal um. Nehme die lila Münzen mit. Und dann gehen wir in die Challenge Runs rein. Hier ist es dieser Riesenturm. Der kann mir eigentlich egal sein. Okay. Nee, hier ist gar nicht viel. Goombas mitnehmen, Mond in der Luft mitnehmen über den großen Goomba-Turm und dann mal weiterschauen. So, hier einmal, glaube ich, den ganzen Bums hier aktivieren, damit die Steine hier weggemacht werden. Genau. Genau, und jetzt bauen wir das immer hin und her. Jetzt haben wir hier... Oh, nein! Oh, wartet mal. Ich glaube, ich habe da gerade einen Goomba dadurch getötet. Ich glaube, dass eigentlich genau da, wo ich jetzt stehe, ein Goomba noch war, den wir getötet haben. Oh! Ups. Okay. Wir kriegen nochmal einen Versuch. Ja, da vorne ist er. Da vorne ist er. Okay, das heißt, ich muss den erst retten. Ich muss den Kollegen erst retten, damit er nicht vom Laser getötet wird. Warte mal, wie machen wir das am besten? Ich stelle mich mal hier hin. Genau, wir machen den. Und dann aktivieren wir den Laser und nehmen jetzt den Goomba wieder mit. Ach, shit. Da haben wir schon den ersten Gegentreffer. Och, nee, aber jetzt komme ich hier nicht durch. Was soll das? Was soll das? Ja, jetzt habe ich, glaube ich, verkackt, ne? Okay, den lassen wir hier. Dann bringen wir den hier nach oben. Dann aktivieren wir den Laser. Holen den wieder aus dem Kinderparadies ab. So. Jetzt sieht das Ganze besser aus. Jetzt sieht das Ganze deutlich besser aus. Okay. So, dann nehmen wir den Dreierturm hier mit. Verheiraten den mit ihm, genau. So, und jetzt muss ich nur noch von oben diesen Riesenturm holen. Zack, den da drauf. Setzen und dann die beiden Türme. Oh, Bruder. Miteinander verheiraten. Nein! Ich hab's verkackt, ne? Oh, no. Oh, no. I had one job. Digga. Ey, diese Goomba-Türme werden permanent von irgendwelchen Lasern rasiert und sobald einer stirbt, oh, muss man das alles wieder von vorne machen. Oh, ist das teuflisch hier. Holy shit. So, ich parke jetzt hier die Goombas in der Mitte, damit die ganz, ganz weit weg von jeglicher Art von Laser sind. Die sind wie so kleine Kinder, die du davon abhalten musst, irgendwie, ich weiß nicht, eine heiße Herdplatte anzufassen oder so. So fühlt sich das an. So, und ihr Kollegen kommt jetzt her auf einen Dreierturm. Kann man sich drauf feuern, genau. So, und da drüben ist noch ein Dreierturm. Okay, Freunde. Wir sind am Start. Was? Was? Warum ist jetzt der Turm zerbrochen? Ich hasse mein Leben. Mann! Hä? Warte mal. Ist der Turm zu hoch? Ist der Turm zu hoch? Habe ich...
Kann ein Goombaturm nur eine maximale Höhe erreichen? Warum zerfällt der? Das ergibt keinen Sinn, weil ansonsten entweder würde ich ja Schaden kriegen oder die stacken sich. Warum fällt der auseinander? So, okay, ich werde jetzt den Kollegen bewusst nicht mitnehmen. Ich werde jetzt mal den Turm mit einem Goomba weniger bauen und dann schauen wir einfach mal, ob der Turm dann immer noch auseinanderfällt. Okay, Freunde, so, jetzt schauen wir nochmal. Nee, jetzt geht's. Okay, vielleicht ist der Turm wirklich zu hoch. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wir haben 15 Goombas. Vielleicht ist 15 die maximale Höhe. So, wir müssen es aber trotzdem noch die lila Münzen hier mitnehmen. Das ist wichtig. Jawollo, haben wir alle. Bam. Okay, hier sind auch noch mal zwei. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, kann ich... Nee, ich muss das erst aktivieren, ne? Okay, passt auf. So, jetzt muss ich mich beeilen. Blume. Goombas. Drauf hüpfen. So. Und... Nein. Oh, fuck. Ich hab ein... Ich brauche mehr Höhe. Ich check's nicht. Warum zerfällt mein Goomba-Turm? So, okay. Warte mal. Was habe ich jetzt für einen Turm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Jetzt habe ich einen 17er Turm. Lol. Okay, ich habe jetzt nur den Kollegen, den ganz am Anfang bei der Röhre, den habe ich jetzt mal ausgelassen und alle anderen mitgenommen und das reicht. Also, wenn ihr eine Erklärung habt, warum mein Turm da drüben auseinandergefallen ist, gebt mir bitte Bescheid. Aber, Freunde, soll uns nicht weiter jucken, dann würde ich jetzt vorschlagen, düsen wir jetzt mal hier auf den rechten Pfeiler hoch, weil ich das Gefühl habe, dass da oben mit Sicherheit etwas auf mich warten wird. Und dafür brauche ich erstmal diesen wunderbaren Subway-Kugel-Rilly. Let's go! Boah, ich muss sagen, immer wenn mich so eine Sache so richtig triggert, wie beispielsweise jetzt die Sache mit diesen Goombas, dann tue ich mir immer teilweise total schwer, mich dann noch immer über sowas zu freuen, wie diesen Mond dann zum Beispiel, weil ich mir denke, Alter, ne, ich will das dann immer verstehen, wisst ihr? Ich will das dann immer verstehen. Easy hier hoch, okay. So, und ja, da hinten ist ein Münzhaufen. Warte mal, wir müssen da rüber, ne? Aber ich glaube, um da drüben zu dieser Truhe zu kommen, müssen wir, glaube ich, einmal auf diese mittlere Plattform da, also auf den hohen Eingang und dann von dem wieder rüber. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das, glaube ich, ein richtig präziser Impossible Jump. Oh nein, warte mal. Ich glaube, genau, man kann einfach hier auf die drauf. Oh, aber man sollte vielleicht auch oben bleiben. Einfach mit Tempo. Mann, beim letzten verliere ich immer. Beim letzten verliere ich immer Schwung. Seht ihr das? Da flackert Mario auch so ein bisschen. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, warte mal, wenn ich jetzt hier drauf hüpfe... Ja, kann ich danach immer noch Cappy Jumps machen. Okay, das heißt, die Idee ist es, oder mein Plan ist es, dass wir jetzt bis zum vierten gehen, weil beim fünften kommt ja dieser Sprungglitch und vom vierten versuche ich dann, nach links zu kommen. 3, 3, 4. Wunderbar! Let's go! So, und von hier müssen wir jetzt, glaube ich, einfach einen sehr präzisen Sprung darüber setzen, glaube ich, oder? Aber da muss der Abstand perfekt sitzen. So. Genau so. Homing Cap Throw. Und bam! Yes! Freunde, das haben wir sehr, 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 sehr gut gemacht. Geiler Scheiß. So, und jetzt können wir so einmal hier umgucken, ob da irgendwas ist. Aber ich glaube, hier müsste jetzt dann nur noch der Bosskampf sein. Zur Vollständigkeit gehe ich jetzt aber trotzdem nochmal da hoch. Das ist eigentlich ein super einfacher Sprung, ne? Aber man fühlt sich trotzdem jedes Mal irgendwie verdammt geil, wenn man ihn schafft. So, Cash ist hier. Aber gibt es jetzt hier noch mehr? Vielleicht hier an der Kante oder so? Nee, ne? Das sieht alles normal aus. Okay, ich glaube, wir können zum Boss. Oh boy, aber in der ganzen Arena sind Kugel-Release. Oh, damn. Okay. So, sehr schön. Da haben wir ihn doch direkt mal auf Eis hauen lassen. Und ich muss zugeben, das war ein bisschen ein Zufall. Also, es war nicht von mir geplant. Aber wir kriegen schon mal den ersten Treffer raus. So, wenn wir jetzt natürlich von Kugel-Release verfolgt werden, einfach in Bewegung bleiben. So, jetzt bitte einmal hier draufhauen. Ja, wunderbar, Freunde. Wunderbar. Zweiter Treffer. Ich überlege gerade was. Ich meine nämlich im Kopf zu haben, dass irgendwie im ursprünglichen Superstar-Mode war es, glaube ich, so, dass hier Mumien gespawnt sind. Kann das sein? Nee, oder warte mal. Oder waren die Mumien im Rematch im Pilzkönigreich? Oh, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt mit den Kugel-Release wirklich kein großes Problem habe. Also, wir haben das Ding mal kurz... oh boy. Wir haben das Ding mal kurz No-Hit gerockt. Aua.
Aua, deine Mutter! Och, Mann! Oh, Mann! So. Die Kugelrillies sind wirklich keine Gefahr. Die fliegen so langsam. Die fliegen so langsam. Bäm! Easy! Und damit ist die Wüste storytechnisch durch. Und jetzt können wir sie komplett erkunden. So, jetzt sich nicht noch dumm erwischen lassen. Tun wir aber nicht. Alles entspannt. Und Freunde, wenn ihr die Reise genauso genießt wie ich, dann ist jetzt der Moment gekommen, den Subscribe-Abo-Button zu smashen und die Reise hier bis zu ihrem bitteren Ende zu begleiten. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, wenn wir wirklich konstant dranbleiben. Oh, ich weiß es nicht. Oktober? Oktober? Ist Oktober realistisch? Kein Plan. Wir werden aber wirklich lange hier im Superstar-Mode unterwegs sein und ich habe so Vorfreude, Mann. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viel wollen wir hier in der Wüste machen? Als allererstes werde ich jetzt aber trotzdem versuchen, mit der Stromleitung auf die Pyramide zu kommen und von dort dann zur Kugelrilly-Area weiterzugehen. Oh, schaut mal! Auf der Unterseite der Pyramide ist ein Mond. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, darum kümmern wir uns bei Gelegenheit mal. Jetzt schaue ich mal kurz, ob der Mond hier oben noch ist. Ja, der ist noch da. Und ich glaube, der ist schneller geworden. Du Asozialer. Aha, aha, okay. Ich muss wirklich super nah an dem dran sein. Oder warte mal, verschwindet der immer, wenn ich mich ihm nähere? Nee, okay, auch direkt nach dem Treffer. Ich glaube, Freunde, die Strat ist es, ihn, glaube ich, da abzufangen, wo er rauskommt. Ja, ja, safe, 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 safe. Bam! Let's go! Absolute Geduldsprobe. Und sind hier noch lila Münzen? Jawollo. Und die Frage ist auch, können wir Jaxi hier hochholen? Ja, geht. Okay, gibt's einen Mond dafür, wenn wir den Kollegen hier hinstellen? Nein! Gibt's nicht. Ups. Oh, aber wartet mal. Hier ist die... Nein, 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 nein. Hier ist die Verbindung, Freunde. In Cityland. Ja, dann nehmen wir die doch kurz. Das ist doch safe Mond, oder? Ja. Freunde. Ganz entspannt. Okay. Scheiß drauf, Freunde. Widmen wir uns dem Mond an der Spitze der Pyramide. Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Wir müssen wahrscheinlich erstmal... Vielleicht hier irgendwie zwischenlanden? Geht nicht. Wir müssen aber in den Eingang rein. Und ich weiß, dass das geht. Homing Cat Throw? Nein! Okay, Freunde, aber ich glaube, von hier haben wir nochmal bessere Chancen, glaube ich. Oder? Jawollo, okay, okay, okay. So, und jetzt müssen wir von hier einen präzisen Sprung darunter setzen und dann Cappy gedrückt halten. Aber ich darf halt auch nicht ins Loch unter mir fallen. Ja, okay. Er ist gespawnt. Okay, und landet instant hier in der Mitte. Ja! Hier, da hinwerfen und mittig bleiben. Mittig bleiben. Wir müssen noch ein bisschen nach oben. Ich kann das alles nicht. Ich raste aus. Ich raste aus. Jetzt aufgepasst. Passt das? Yes! Freunde, wir haben ihn. Geil. Und jetzt den nehmen wir gleich mit, den wir da gesehen haben. Im Kaktus. Da müssen wir uns jetzt einmal Miauxi hier aus den Miauxi-Ruinen mitnehmen. Und das Ding ist, was wir da beachten müssen. Wenn man den Kaktus mit Miauxi trifft, dann fliegt er in irgendeine Richtung weg. Und ich glaube, wenn der Kaktus in das Loch fällt, kommen wir nicht mehr an den Mond dran. Weil ich glaube, der Mond spawnt genau da, wo der Kaktus auf dem Boden aufschlägt. Das heißt, wir müssen den Kaktus so treffen, dass er irgendwo aufschlägt. Warte mal. Hier aufpassen. Oh, Bruder. Kamera, Kamera, Kamera. Wir müssen hier so gerade vielleicht treffen. Oh, nee, ich düse nochmal hoch. Oh, Bruder. Okay, die Kamera ist hier nicht so schön. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das war gut. Das war mega gut. Das war ultra stabil. Oh, nein. Miauxi, du schaffst das. Yes! Oh, okay, das lief gut. Das lief sehr gut. So, und wenn wir jetzt eh schon mal hier unterwegs sind, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch gleich hier hinten um, weil hier waren wir noch gar nicht. Lila Münzner, nehmen wir mit. Okay, na dann, was hat sich hier verändert? So, es kommt jetzt der simple Test. Ja, richtig, der nicht funktioniert. Wir kommen natürlich nicht oben auf die Mauer, Freunde, weil da natürlich eine unsichtbare Decke platziert wurde. Das war aber auch absehbar, war aber auch absehbar. So, wir haben jetzt da Hindernisse vor uns. Jetzt wartet mal. Da muss ich, glaube ich, den Kugelrilly jetzt erst einmal so in diese Richtung feuern, genau, damit hier an der Stelle die Mauer kaputt geht, weil ansonsten würden wir nicht durchkommen, ne? Auch das passt. Oh, da drüben sind die Lamünzen. Aber da ist auch der Mond. Okay, okay, okay. So, dann testen wir das Ganze mal. Hier unten haben wir so ganz viele schnelle, bewegliche Wände. Ja, das passt. Nein! Der Hintern meines Kugelwilli wurde noch bei diesem Steinblock gestriffen. So, durch. Genau, 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 genau. Durch, durch, durch. Oh mein Gott. Hä? Retten, retten. Oh, so
Drei Steine gibt's. Drei Steine gibt's. Ja, das passt auch. Und jetzt hier enge Kurve nehmen. Jawollo. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben es. Sehr schön. Jetzt kann ich sogar versuchen, nochmal zurückzukommen. Dann sparen wir uns nochmal den Weg am Anfang. Ja. Jetzt unten lang. Jawollo. Okay, aber ich muss die lila Münzen noch mitnehmen, Freunde. Ja. Oh mein Gott, hier sind 6 Stück. Das ist viel. 78 schon. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Wir müssen es jetzt hier passend eindippen. Aber hier müssen wir einfach innen bleiben. Innen bleiben. Bei schnell rotierenden Dingen, Freunde. Immer innen bleiben. Wow. Let's go. First try. Hä? Wo jetzt? Jetzt haben wir aber echt ein paar ganz gute Moves heute im Partner. Es fing so ein bisschen schleppend an. Aber jetzt kommen wir richtig in Fahrt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir haben schon wieder eine Vogelscheuchen-Challenge. Die sind immer räudig. Okay. Wie schnell geht das weg? Digga. Digga, okay. Ja, aber ich glaube, hier ist unser Abstand gar nicht so schlecht. Bruder. Hoah! Okay, aber so geht's. Warte mal, wenn ich hier unten drin bleibe. Warte mal. Ja! Das ist das Rätsels Lösung. Das ist das Rätsels Lösung. Wir rollen uns da nicht durch. Wir glitschen uns out of bounds. Okay, so nicht. Aber doch, das, so geht's. Jawollo, wir sind drin, wir sind drin. So, und jetzt müssen wir einen passenden Dreisprung setzen. Genau, um hier hochzukommen. Und dann da hoch. Yes, okay. Die war deutlich machbarer als die im Kaskadenland. Ich habe immer noch so ein bisschen so ein Trauma von der im Kaskadenland. Ich bin ehrlich zu euch. Das war kein schönes Erlebnis. So. Dann, warte mal, haben wir jetzt noch einen Samen auf jeden Fall, den wir auch einsammeln können. So, der Samen war da unten in der Wüste, naja. Und schaut mal, da ist jetzt auch noch ein Mond in einem Käfig. Okay, ja, um den kümmern wir uns auch noch, aber eins nach dem anderen. Genau, den hier. Easy, Freunde. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, an diesen Käfig ranzukommen. Wir müssen ja quasi einfach... Oh, Bruder. Hä, warum bin ich jetzt explodiert? Wir müssen quasi jetzt einfach nur so schnell wie möglich... Hier außen rum. Ja, Bruder. Hä? Freunde, wo ist die Challenge? Ich such sie. Und ich finde sie nicht. Oh, schaut mal, da vorne ist eine Goomba-Dame. Ui, 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 ui. Okay. Aber wo ist der Goomba dazu? Da hinten. Ich muss von hier einen Goomba bis nach da drüben manövrieren. Was Goombas nicht alles für die Liebe tun. Ich werde mein Bestes geben. Na, dann schauen wir mal, ob wir den Meister zu seinem Tinder-Match kriegen. Also, wir kommen auf jeden Fall schon mal hier hin. Und ich glaube, ich kriege den jetzt auch dann hier hoch, ne? Einfach da jetzt draufhüpfen. Boing. Wunderbar. Und jetzt muss ich den wahrscheinlich einfach hier über die Mauer manövrieren, oder? Schauen wir mal. Warte mal. Stopp. Es gibt einen Trick. Es gibt einen Trick. Ich glaube, wenn ich einen Schütteljump mache und dann einen normalen Jump. Ich glaube, dann komme ich weiter. Aber ich kann auch erstmal probieren, ob ich da einfach so mit einem Schütteljump rüberkomme. Wir probieren mal, Freunde. Ja, okay, okay, okay. Und hier müsste es wahrscheinlich auch nochmal, ja, locker funktionieren. Mhm, nice. Sehr schön. Ich finde es so krass, wie wirklich jede Challenge umgebaut wurde, ne? Wie alles in irgendeiner Art und Weise eine neue Erfahrung ist. Der Superstar-Mode ist so stark geworden. Wirklich im allerersten Update, ne, welches wir auf dem Kanal gespielt hatten, ne, 2018, da waren ja wirklich nur die Sub-Areas umgebaut, ne? Sonst quasi, quasi nichts. Und jetzt ist wirklich die gesamte Spielerfahrung anders. Oh, hier ist der letzte Samen. Jetzt müssen wir nur noch den passenden Topf dafür finden. Nee, warte, der war da hinten. Der war da hinten. Ui, 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 ui. Okay, aber wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Aber das könnte fucking ätzend werden. Wir müssen hier komplett am Rand entlang und dann da drüben auf den Stein. Ja, gut, ne? Okay, wir haben Snow Damage bis hier geschafft, Freunde. Wir haben Snow Damage bis hier geschafft. Jetzt einfach einmal entspannt auf die andere Seite düsen. Und da vorne ist der Top. Jawohl. Okay, so aufpassen. Oh mein. Oh nein. Oh nein. Okay, warte mal. Ich kassiere einfach einmal Damage. Lol, warum kriege ich hier noch keinen Schaden? Okay, jetzt kriege ich Schaden. Zack. Jawohl. Freunde, es dauert jetzt zwar noch ein bisschen, aber das ist
ein nächster Mond. Ui. Ich glaube, ich mache jetzt das, wovor ich mich am meisten drücke. Die Schafe ins Ziel bringen. Ich habe so gar keine Lust dazu. Also so wirklich gar keine. Aber ich meine, wir müssen es tun, wenn wir 100% wollen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, ne? Und ich meine, wir müssen halt auch die Schafe erstmal finden. Also wir wissen, dass ein Schaf da vorne in dieser Nische ist. Aber ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Lol, hier ist auch noch eins. Oh mein Gott. Aber jetzt ist die Frage, kann ich da so einen Steinkollegen für verwenden? So, jetzt schauen wir mal. So, Schaf. Ja, okay, das würde theoretisch gehen. Das Ding ist nur, ich habe jetzt nicht genug Leben. Okay, der Kollege wird mir noch sehr dabei helfen. Aber jetzt gehe ich halt drauf, ne? Ich müsste jetzt wahrscheinlich hier aussteigen. Und das einmal da hochfeuern, ja. Okay. Wenn ich jetzt von hier Käppi werfe... Ja? Okay, es steht! Nein! Das war so close. Okay, das Schaf ist deponiert. Jetzt schieben wir dich da drauf. Lol, warte mal, da ist eine unsichtbare Mauer. Das kann da gar nicht lang. Okay, jetzt wird's interessant. Bro. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, so. Oh mein Gott! What? Hä? Das Schaf ist auf einer so einer Plattform gelandet und trotzdem in den Abgrund gestürzt. Wie stellt sich das Spiel das vor? Wie? Okay, das Schaf ist wieder deponiert. Und jetzt muss ich es, glaube ich, einfach im richtigen Moment auf die Plattform feuern. Ich ziele eigentlich, finde ich, ganz gut auf die rechte Plattform. Ich muss es ja nur den Abstand abschätzen. Und der Abstand hat nicht gepasst. Freunde, seid ihr bereit für eine weitere Schafkanonade? Und jetzt schon, ne? Yes! Es rennt trotzdem in den Abgrund. Okay, wisst ihr was? Ich mache das mal anders. Oder? Nein, ich schaue jetzt im Internet nach. Ich will das jetzt schaffen. Ich schaue nach, wie das geht. Okay, Freunde. Um dieses Schaf zu schaffen, haben wir prinzipiell schon mal alles ganz gut gemacht. Aber damit wir das Schaf dann auch auf der anderen Seite in das Gehege bekommen, müssen wir zunächst was anderes tun. Wir nehmen uns nämlich diesen Kollegen, der sich gerade suizidiert hat, und bringen den bis zum Schafsgehege. So, aber jetzt haben wir den Meister hier und den kann ich dann auf der anderen Seite wieder capturen, um das Schaf dann hierher zu bringen. Aber wenn wir ihn schon mal haben, Freunde, können wir gleich noch ein anderes Schaf mitnehmen. Und zwar ist hier hinten noch eins. Und das müssen wir jetzt einfach nur mit dem Kollegen bis nach da vorne transportieren. Das ist von den dreien definitiv das Einfachste. Sehr gut. Haben wir doch schon mal eins. So, und jetzt parke ich den Kollegen hier. Ich hoffe, dass der nicht despawnt. Wir parken ihn einfach mal hier. Genau. Und gehen jetzt auf die andere Seite rüber. Ja, okay. Das Schaf steht. Das Schaf steht, Freunde. So. So, und jetzt feuern wir das Schaf vor, springen hinterher und nachdem es auf der Plattform gelandet ist, müssen wir es direkt mit Käppi treffen. Das ist die Idee. Genau. Ah, Tick zu früh. Ja. Och, Bruder. Ja, nein. Und das Ding ist, Freunde, ich glaube, jetzt muss ich wieder diesen Steinkollegen darüber holen. Alter. Neuer Versuch. Oh mein Gott! Ja! Yeah! Ich habe mich erst gar nicht gefreut, weil ich gar nicht realisiert habe, was passiert ist. Und irgendwie in meinem Kopf dachte ich schon, Alter, ich bin tot. Aber dann hatte ich noch einen Capi-Jump übrig und ich habe mich doch irgendwie... Oh mein Gott! Holy shit! Ey, wenn ihr jetzt nicht den Like-Button komplett, also eiskalt zerstört, dann bin ich sauer. Dann bin ich persönlich angegriffen und sauer. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Oh boy! Wie gut war das denn? Alter, ich habe richtig Herzklopfen, ne? Wow. Okay, so, und den Kollegen, den schaffen wir doch auch irgendwie. Da bin ich guter Dinge. So, wir eliminieren den erstmal. Wir wissen, dass er respawnt. So, und jetzt so, hier Schaf und dann, ja doch, ich glaube irgendwie so, das Schaf da in die Ecke feuern und dann, glaube ich, das Schaf in der Luft irgendwie treffen. Vielleicht auch noch mit dem Upwards Throw. Ja, Schaf ist oben. Ja, Schaf ist oben. Und jetzt eine Stampfattacke und das Schaf ist safe. Und jetzt muss ich noch den Meister hier grabben. Freunde, wir haben es. Und das war mit Abstand. Mit Abstand die schwierigste Challenge bisher im Superstar Mode. Diese drei gottverdammten Schafe. Oh. So. Einen Mond weiß ich noch. Ich glaube, einen weiß ich noch. Und dann machen wir einfach Feierabend, würde ich sagen. Lol. Okay.
Okay, ich weiß doch keinen mehr. Ich dachte eigentlich, dass hier auf dieser Säule einer war. Aber irgendwie nicht mehr. Aber warte mal. Das hier ist, glaube ich, ein anderer Bird als der, den wir bereits haben. Warte mal. Den Kollegen brauchen wir. Nee, dieser Vogel fliegt, glaube ich, nur über dem Gift. Oh, und da ist auch noch meine Vogelscheuche. Okay, wir haben doch noch ein bisschen was zu tun. Yes! Das ist ein neuer! Wunderbar. Und dann schaue ich mir jetzt, glaube ich, auch gleich mal an der Stelle die Vogelscheuchen-Challenge an. Na, einfach nur, um das Ganze mal zu überprüfen. Genau, und jetzt andere Richtung. Schade, aber gar nicht schlecht. Sehr gut, und jetzt wieder in die andere Richtung. Nein! Digga, diese Timer-Challenges, immer, die sind wirklich... Die sind auf die letzte Sekunde wirklich austariert. Okay, ich glaube, das war ein ganz guter Anfang. Nein! Oh, ich habe keine richtige Drehung hinbekommen. Ich hasse mein Leben. So, ich glaube, der Start hier ist mittlerweile voll okay, habe ich das Gefühl. So, nur diese Drehung. Bruder, nein! Ich habe ihn verfehlt. Die Richtung hat absolut gepasst. Einfach, oh nein, jetzt habe ich den Schlüssel verpasst. Einfach blind vertrauen. Yes! Der saß! Der war richtig gut, der Try. Wow! Okay. So, und ich glaube, dann gehe ich jetzt in die Oase. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht alles. Es fällt mir doch noch ein bisschen was ein, was wir machen können. Aha, da haben wir sogar noch mal lila Münzen. Stimmt, da müsste ich dann auch langsam mal anfangen, alle zu sammeln, ne? Aber, naja, 85 finde ich eigentlich schon gar nicht schlecht. Okay, egal. Wir haben alle lila Münzen. Okay, so. Noten-Challenge. Oh boy. Über alle Palmen. Okay. Let's go. Scheiße. Warte mal, ich werde dann hier drauf und dann darüber. Okay, ich glaube, von der Zeit geht das voll. Ich glaube, von der Zeit ist das gut machbar. Ah. So weit, so gut. So, jetzt darüber. Nur nicht droppen. Und yes! Bam! Freunde, ich bin hin und weg. Heute krachen die Monde hier in unser Inventar. Es ist einfach schön. So, und kann ich mit dir jetzt auch irgendwas Geiles angeln? Und das sind halt immer nur so kleine, ne? Ja. Ich weiß nicht, spawnt vielleicht ein großer? Bin ich hier... Oh, warte mal! Hä? Hä? Der war einfach ein kleiner Fisch. Was ein Arsch. Der ist normalerweise ein großer Fisch. Oh, aber da muss ich jetzt auch alle Fische da unten ausprobieren, ne? Aha. Oh mein Gott, es gibt hier zwei Monde. Sie werden einem nur nicht angezeigt, aber wir haben sie. So, und jetzt nehmen wir uns einmal kurz den Kollegen und reiten hier einmal nach hinten, weil ich nicht weiß, ob hier der Mond noch da ist. Schon einmal hier. Hier ist ein Mini-Kaktus drin. Oh mein Gott. Oh, lol. Das ist der, den ich kapern kann. What the fuck? Wie kreativ ist das denn? Oh mein Gott. Freunde, ich bin so verliebt in den Superstar-Mode gerade. Ich bin sprachlos. Das ist alles so kreativ. Finde ich jetzt noch irgendwo einen Mond, Freunde? Dann hätten wir 50 Monde. Mit 50 Monden wäre ich zufrieden im Wüstenland. Oh, ich weiß sogar noch, wo zwei sind. Uns fehlt noch eine komplette Sub-Area. Und warte mal, wir können auch noch im Shop was kaufen. Oh, Freunde, wir haben noch so viel zu tun. Und in den Outfit-Raum können wir auch noch. Oh, boy, und lila Münzen sind ja auch noch. Alter Falter. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier alles haben. Aber wir werden Stück für Stück daran arbeiten. Aber nicht mehr heute, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war der Superstar-Mode. Wenn die nächste Folge draußen ist, verlinke ich sie euch hier oben. Und wenn ihr so was anderes sehen wollt, lasst mir euch wärmsten Herzens was empfehlen. Kaizo Mario Kart Wii. Super spaßig. Kaizo Mario Kart Wii. Do it.